Der kleine Stern. Dem kleinen Stern war langweilig. Erst drehte er sich um seine eigene Achse und dann machte er einen Purzelbaum. So hatte er einen anderen Blick und schaute jetzt Richtung Erde. Zu seinen Nachbarsternen war es so weit, dass sie sich nur per Blinkzeichen miteinander verständigten. Aber das war auf Dauer auch langweilig. So schaute der kleine Stern traurig zur Erde und fand, es sei doch ganz egal, ob er am Himmel stand oder nicht. Bei der Menge an Sternen würde sein Fehlen bestimmt nicht auffallen. Warum war er dann überhaupt da, wenn es keinem auffiele, wenn er weg wäre? Die Erde war anders als die anderen Sterne. Sie war ein Planet und auf ihr soll es sogar Lebewesen geben. Das hat er zumindest gehört. Es wäre doch bestimmt toll, wenn er sich das selbst ansehen könnte. Würde ja nicht auffallen, wenn er verschwände. Aber wie sollte er zur Erde gelangen? Der kleine Stern überlegte und überlegte. Dann blinkte er nach rechts, links, oben und unten seine Kollegen an und bat um Hilfe für sein Problem. Alle anderen Sterne antworteten blinkend und rieten dem kleinen Stern ganz stark davon ab, zu versuchen, zur Erde zu kommen. Sie behaupteten, und das sogar durchaus, wenn er fallen würde, können wir ja nie mehr zurück. Dennoch probierte der kleine Stern es einfach aus, was er sich selbst überlegt hatte. Denn wenn keiner wusste, wie ein Stern vom Himmel fiel, dann wusste auch keiner, ob er wirklich verglühen oder sterben würde. Also begann der kleine Stern immer schneller zu drehen und Purzelbäume zu schlagen. Und als ihm beinahe schwindlig war, bemerkte er, dass an seinem Platz das Wackeln begann. Aus dem Wackeln wurde ein Schwingen und auf einmal verlor er den Halt und stürzte purzelnd drehend Richtung Erde. Im selben Moment, als der kleine Stern begann, vom Himmel zu fallen, schaute ein kleines Mädchen in den Sternenhimmel und begann entsetzt aufzuschreien. Sie lief schnell aus ihrem Zimmer zu den Eltern, die in der Küche mit dem Abwasch beschäftigt waren. »Papa, Mama, schnell, da ist gerade ein Stern vom Himmel gefallen. Den müssen wir suchen. Er muss doch wieder nach oben.« Der Vater sah gutmütig zu seiner Tochter und meinte, »Liebes, das war nur eine Sternschnuppe, die über den Himmel gezogen ist. Da hättest du dir etwas wünschen können.« »Nein, nein«, rief das Kind, »es war keine Sternschnuppe. Es war ein Stern. Und der fehlt jetzt am Himmel.« Sie lief zum Fenster, zeigte hinauf in den Himmel. »Schau, Papa, da oben, da war ein Stern und jetzt ist sein Platz leer. Wir müssen ihn suchen.« Der Vater trat ans Fenster und irgendwie schien die Stelle, auf die seine Tochter deutete, tatsächlich seltsam leer zu wirken, obwohl er nicht glaubte, dass ein Stern vom Himmel gefallen sei. So zogen sich Vater und Tochter dicke Stiefel, Jacke, Mütze und Handschuhe an, denn es war am Abend kalt geworden. Und als sie an der Tür raus waren, Entschuldigung, ich habe ein bisschen Türe rausgingen, nahm der Vater noch seine Taschenlampe und steckte sie ein. Kaum auf der Straße angekommen, rief die Kleine aufgeregt, »Schau, da, Papa, da leuchtet es im Wald, da ist der Stern bestimmt hingefallen.« Und tatsächlich sah man einen Feuerschein aus dem nahegelegenen Wald leuchten. Also machten sich Vater und Tochter schnellen Schritten Richtung Licht. Als sie am Wandrand ankamen, schaltete der Vater seine Taschenlampe ein und beleuchtete den Weg. Hier ist eine lange Pause, ich muss gerade runterscrollen, Entschuldigung. Es fiel auf, dass der Schein wie bei einem Feuer zuckte und flackerte. Schnelle waren die beiden durch den... Warum steht da durch den Gestrüpp? Was ist das denn? Okay, ich korrigiere das mal eben. Schnell waren die beiden durch Gestrüpp und Unterholz gedrungen und standen plötzlich an einer kleinen Mulde, wo Wundersames auftrat. Sie sahen, wie ein kleines Häschen vorsichtig mit der Nase das Licht stupste, was zuckend auf dem Boden lag und sich merkwürdig bewegte. Sie traten vorsichtig näher und sahen ihn, den kleinen Stern, der verzweifelt versuchte, sich auf die eine oder andere Weise und auf die eine oder andere Spitze zu richten.
Dabei schien ihm das Häschen helfen zu wollen, zuckte aber immer schnell zurück, sobald es den Stern berührte. Als das Häschen die beiden Menschen bemerkte, zog es sich schnell ein wenig ins Unterholz zurück, blieb aber dort sitzen. Papa, wir müssen dem Stern doch helfen. Er kann alleine nicht mehr zurück und hier kann er doch nicht bleiben. Die Worte seiner Tochter brachten den völlig verwirrten Vater in die Wirklichkeit zurück. Denn was er da sah, das konnte er nicht glauben. Da lag wirklich ein kleiner Stern, versuchte wieder aufzukommen und ein Hase hat ihm helfen wollen. Was soll ich machen? Fragte der Vater laut, denn er hatte selbst keine Ahnung. Er schaute zum Himmel und jetzt sah er es genau. Da war ein Platz am Himmel, der war leer. Und die anderen Sterne standen viel weiter auseinander, als man es sonst so kannte. Ja, hier lag der gefallene Stern, der doch eigentlich am Himmel gehörte. Dort leuchtete er und machte die Nacht heller. Dorthin sahen die Menschen und entließen ihre Träume in den Himmel. Du musst ihn wieder nach oben werfen, hörte er von seiner Tochter. Aber so hoch kann ich doch gar nicht werfen, erwiderte der Vater. Aber versuchen musst du es. Schau, der Stern wird immer schwächer. Er bewegt sich weniger und sein Licht scheint nicht mehr so hell. Seine Tochter hatte recht, es war merklich dunkler geworden und um den Stern schmolz der Schnee. Beherzt ging der Vater auf den kleinen Stück zu und fasste ihn vorsichtig mit seiner behandschuhten Hand. Er spürte sofort die Hitze, die der Stern immer noch ausstrahlte und wusste, warum das Häschen mit seiner zarten Nase den Stern nicht hätte weiter berühren können. Ich gebe mein Bestes, aber ich kann nur anfangen, den Rest des Weges musst du selber schaffen, sagte er zum Stern und fing an, seinen Arm zu schwingen, um möglichst viel Kraft in den Wurf legen zu können. Und als er genug Schwung hatte, öffnete er die heiß glühende Hand und warf den Stern voll kraftvoll Richtung Himmel. Der kleine Stern hatte alles verstanden, kam wieder zu seinem Himmelreich und den letzten Punkt schaffte er aus eigener Kraft. Er nahm seinen Platz erfolgreich ein, arretierte sich noch etwas neu. Die Tochter nahm ihren Vater in den Arm und sagte, das hast du gut gemacht. Das zu meiner kleinen Weihnachtsgeschichte. Ich wünsche euch, dass ihr wohlwollend beschert werdet und auch reichlich. Wünsche noch ein frohes Fest, frohe Weihnachten und wir sehen uns im nächsten Jahr.